Eigentlich bin ich für alles dankbar, auch für meine Blindheit bin ich dankbar. Das ist eine große Dankbarkeit. Es war die Blindheit immer ein großer Lehrer für mich. Ab dem Moment, wo ich es erkannt habe, davor war es ein einziger Schrecken. Und ich verstehe auch, dass Blindheit eine sehr, sehr schwierige und schlimme Behinderung für viele Menschen ist. Und dass ich daraus etwas machen konnte, das ist nur Gnade. Das ist nur ein großes Geschenk. Der Glaube hat einen sehr hohen Stellenwert, weil er einfach alles durchsetzt. Es war nicht immer so, weil ich aus einem nicht religiösen Elternhaus komme. Man hat sich da eher immer geärgert darüber, was der Papst gesagt hat oder wie die Einstellung der Kirche grundsätzlich war. Aber später hat sich das dann verändert. Ganz genau im Alter von 12 Jahren. Damals habe ich einen Geistlichen getroffen, der mich sehr beeindruckt hat, der einfach eine sehr intensive Jesusbeziehung hatte. Und das hat, nachdem ich gemerkt habe, dass das auch mein Leben maßgeblich verändern kann, mich zur Entscheidung geführt, selber auch mein Leben ganz Jesus zu schenken und auch den Glauben zu leben. Ich habe eines Morgens diesen Satz, das ist das Beste, was ich für dich habe, wie eine innere Stimme gehört. Und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht jetzt Stimmen hören kann. Und nachdem ich mich sehr früh schon für Psychologie zu interessieren begonnen habe, war ich in diesem Augenblick sicher, dass ich jetzt den letztgültigen Schritt in die Verrücktheit getan habe, weil diese Stimme so deutlich war. Ich habe diesen Satz aber auch nicht verstehen können, weil mein Leben so anders war. Ich bin ständig zu Sturz gekommen, über Dinge drüber gefallen. Meine Freunde mochten mich nicht. In der Schule war ich nicht erfolgreich. Zu Hause war es schwierig. Ich habe die Behinderung wirklich auch als Behinderung, als eine schwierige Voraussetzung für mein Leben, auch im Verhältnis zu dem Leben meiner Freunde oder anderer Menschen gesehen. Ich habe dann nach einigen Wochen der völligen Verzweiflung des Durcheinanders beschlossen, diesen Satz einfach zu glauben. Oder um es anders zu sagen, diesem Satz einfach zu vertrauen. Verändert haben sich dadurch sicher nicht die Umstände um mich herum, aber die Haltung in mir hat sich verändert. Und allmählich bin ich draufgekommen, dass die Umgebung um mich herum nicht mehr so bedrohlich war. Und in mir hatte ich die Gewissheit, ich werde es trotzdem schaffen. Es wird einen Ausweg geben, es wird eine Lösung geben, es wird einen Beruf geben. Ich werde etwas aus meinem Leben machen können. Ich versuche einfach den Leuten zu erzählen, was mein Leben verändert hat. Für mich geht es gar nicht so darum, andere Menschen zu bekehren. Ich versuche Leute, den Glauben zu begeistern oder mit einem Leben mit Jesus zu inspirieren.